Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Trainsim World 2. Der Danny spielt das. Wir fahren heute einen Güterzug und werden in Doppeltraktion fahren. Und ich lese mal vor. Fahren Sie einen Zug Richtung Antwerpen vom Betriebshof Hagen bis nach Wuppertal. Aufgrund seines Gewichts wird der Zug sich in Doppeltraktion befinden. So, das Ganze nennt sich technische Schwierigkeiten und wir werden das Ganze jetzt mal auswählen, würde ich sagen. Und warum es jetzt nicht funktioniert, ist mir auch noch ein wenig schleierhaft. So, jetzt. Und ich habe mir gedacht, dass wir mal wieder ein schönes Train Sim World 2 Video spielen, beziehungsweise Szenario. Und das haben wir lange schon nicht mehr. Und ja, da hatte ich jetzt einfach mal Bock drauf. Und ich glaube, da stehen dann unsere Loks schon. Willkommen im Betriebshof Hagen. Der Zug für diese Reise befindet sich vor uns. Steigen Sie an Bord und machen Sie alles für die Abfahrt bereit. Ja, dann werden wir das mal tun. Wir haben uns erstmal vergewissern, dass wir hier nicht über den Haufen gefahren werden. Das sieht gut aus. Aufsteigen. So. So, das müssen wir zur führenden Lokomotive. Wir schließen hier wieder die Tür, ist ja klar. Zack. So, Tür schließen und hier das gleiche Spiel. Dann werden wir uns auf den Sitz setzen. So, werden dann den Hauptschalter auf neutral stellen, um die Bremsen aufzuladen, das kennt man ja schon. Was ihr da übrigens rechts wunderschön beobachten könnt. So, es müsste jetzt gleich soweit sein. Den Stromabnehmer haben wir zu heben, aber natürlich. Zack. Hauptschalter. Lösen Sie die Hand- und Zugbremse und fahren Sie los, wenn Sie bereit sind. Natürlich. Zack.
aber wir werden natürlich noch Hauptinstrumentenbeleuchtung. So. Hagen Hauptbahnhof, Umfahrgleis. So, dann werden wir mal starten. Dauert natürlich ein wenig, bis er in Schwung kommt bei dem, was wir angehangen haben. Dürfen wir. Schau noch ganz kurz in den Ablaufplan rein, würde ich sagen. Also, wir sollen in Hagen, beziehungsweise da überfahren wir, Ennepetal fahren wir, überfahren wir Notbremse. Ah, es kommt einiges auf uns zu. Das wird sehr interessant, habe ich das Gefühl. So, dürfen dann auch gleich auf 100 beschleunigen bzw. aufschalten. Schön ein abgestellter Güterzug, auch einer 185 MRC Lok, und ich glaube, das wird an sich noch ein sehr interessantes Szenario, und ich freue mich da sehr drauf.
Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und habt viel Spaß beim Ansehen. So, ein bisschen beschleunigen. Wenn wir jetzt auch gleich Hagen Hauptbahnhof erreichen, ob wir da stehen bleiben müssen, ist, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, wir sollen da nur dran vorbeifahren, beziehungsweise den Bahnhof überfahren oder durchfahren, je nachdem, wie man es sagen will. Weil wir werden nicht durch den Bahnhof fahren, sondern außenrum auf einem Nebengleis, wo man uns schwer erkennen kann. Ich denke mal, dass wir dann außen rumfahren werden, um den ganzen Bahnhof herum, weil wir sind ja praktisch jetzt hier oben auf dem Nebengleis und da unten rechts ist ja der Bahnhof mit Bahnhofsvorplatz und so weiter, und dass wir dann da vorne jetzt über die Brücke fahren werden, weiter Richtung Ennepetal. Genau, und das ist der Zielpunkt, über das wir jetzt fahren werden. Oder über den wir jetzt fahren werden. So, ist richtig. Zack. So, als nächstes kommt dann Ennepetal. Wir werden jetzt ein wenig zu schnell werden wahrscheinlich. So, jetzt sind wir wieder im erlaubten Bereich. Ich bin ja mal gespannt, ob uns gleich noch KI-Verkehr entgegenkommt und was uns da vor allem entgegenkommt. So, jetzt dürfen wir 100 fahren, das heißt, wir werden ein wenig Leistung aufschalten, weil er ja doch ein wenig länger braucht, um in die Puschen zu kommen, sag ich mal. Bei dem Gewicht aber auch kein Wunder. Trotz Unterstützerlokomotive. Ich will aber auch nicht zu viel aufschalten, sonst haben wir gleich rutschende Achsen und da müssen wir wieder sanden. Das muss ja nicht unbedingt sein.
ein wunderschöner Güterzug. Sehr, sehr schön. So, so langsam kommen wir aber auf Geschwindigkeit und bis Ende Pital noch gut 6,5 Kilometer und ja, bis jetzt legen wir, glaube ich, ganz gut im Zeitplan und ich glaube, das Spannende kommt ja noch, was da alles noch auf uns zukommt. So, es geht ein wenig bergauf, das heißt, wir werden gleich ein wenig aufschalten müssen, wenn ich stehen bleiben. Bei den Stromabnehmern der führenden Lokomotive ist ein Fehler aufgetreten. Sobald der Zug an seiner Haltestelle ankommt, versuchen Sie, diese zurückzusetzen. Hoffentlich ist es nur ein Fehler im System. Tja, das ist natürlich jetzt blöd, aber das passiert. Und warten Sie, bis der Zug vollständig zum Stehen kommt. Ja, dann warten wir da mal drauf. Ja, technischer Defekt am Zug, beziehungsweise an der Lokomotive. Passiert, ist aber blöd. So. Stellen Sie den Stromabnehmer auf Heben. Gut. Mitten auf der Strecke. Wunderschön. Zack. Der Fehler hat sich selbst behoben. Fahren Sie weiter zum Bahnhof Betriebshof Wuppertal-Langenfeld, wo Sie die defekte Lokomotive entfernen können. Ja, das werden wir tun. Aber zunächst müssen wir mal den Hauptschalter wieder einlegen, damit wir überhaupt hier von der Stelle kommen. Stellen Sie den Stromabnehmer auf Heben. Das haben wir bereits getan. Zack. Ich glaube, das müssen wir auch... So, jetzt wir hier erstmal wieder den zurücksetzen. Bremsen sind gelöst, denke ich. Dann können wir ja loslegen. Ach, der Hauptschalter ist noch nicht. Da können wir auch nicht. Jetzt. Das stimmt hier noch nicht. Jetzt aber.
endlich. Gar nicht so einfach, hier am Berg voranzukommen. Meine Güte, voll anschlagen und überhaupt loskommen. Wahnsinn. So, auf geht's jetzt über Ennepetal, und wir dann in Wuppertal Betriebshof ankommen und unsere defekte Lok entfernen können, die ja augenscheinlich ein Problem mit den Stromabnehmern hat. Und ja, ich hoffe, dass die Fahrt jetzt einigermaßen problemlos über die Bühne geht. Schauen wir mal. So, noch 300 Kilometer, bis wir dann bei Ennepetal fahren und bin ich mal gespannt, wie das Szenario noch
verlaufen wird, was wir noch an Schwierigkeiten bekommen und was uns an Herausforderungen noch bevorsteht. Kilometer noch. Da ein schöner Bagger. Also man merkt schon, was sie an Gewicht hinten dran hat, weil ich habe den Leistungsschalter knapp ganz aufgedreht bzw. aufgeschalten und ihr seht selber, wie langsam sie hier aufs Pushen kommt. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, es wird jetzt das erste Mal sein, dass wir jetzt die 100 km/h erreichen werden. In diesem Szenario. Wenn dann jetzt gleich über Ennepetal fahren und da mal schauen, was dann passiert. So, in 7,5 Kilometer sollen wir dann in Langerfeld anhalten. Am Rangierbahnhof. Ich denke mal, dass wir da dann unseren Güterzug abhängen werden, beziehungsweise abkuppeln werden. Und dass wir dann mit den beiden Lokomotiven noch bis Wuppertal Rangierbahnhof, beziehungsweise Wuppertal Betriebshof fahren. Gehe ich jetzt mal von aus, aber ich lasse mich gerne überraschen. Also die Schienen oder die Gleise scheinen so selten benutzt zu werden, dass hier schon Grün drauf wächst. Also normalerweise ist das ein Anzeichen dafür, dass die Strecke sehr selten befahren wird, wenn da schon Grün selbst auf den Gleisen wächst. Ja. Wenn ihr da mal so drauf achtet, hier links auch auf dem Nachbargleis bzw.
beziehungsweise Gegengleis, dass da hin und wieder doch einiges an Grüngewächs zu finden ist, mitten auf den Gleisen. Bremst ja gar nicht. Wahnsinn. Ich habe die voll angeschlagen. Das gibt's nicht. Ich habe den angeschlagen. Das ist der Wahnsinn. Im TS wäre der Zug umgekippt. Hundertprozentig. Das ist der Nachteil, wenn man zu fest bremst. Okay. Ich kann nicht mehr. Es ist hei. Das war ziemlich Action. Aber das ist das Schöne im TSW. Der Zug kippt nicht aus den Gleisen. Ist aber eigentlich auch ein bisschen unrealistisch, wenn man es mal genau nimmt, weil ja, es war 50 vorgegeben und ich hatte mindestens fast das Dreifache drauf. Also normalerweise wäre der Zug umgekippt, aber im TSW 2 kippt der Zug nicht um. So, ich werde jetzt auch nicht mehr allzu weit aufschalten, weil wir in knapp 1,5 Kilometer rotes Signal haben. Und da möchte ich ungern drüber sausen, weil dann ist nämlich das Szenario beendet, und zwar sofort. Und
Naja, ich will da auf jeden Fall kein Risiko eingehen. Das heißt, wir werden hier mal schön geschmeidig bleiben. Fährt schon wieder viel zu schnell. So, da hinten kommt dann unser Ziel. Wir werden uns jetzt hier schön reinrollen lassen. Ein bisschen früh. Egal. Besser zu früh als zu spät und übers rote Signal. So, jetzt dürfen wir fahren. Lösen Sie die defekte Lokomotive und parken Sie diese im Hof auf der rechten Seite. Nach der Fertigstellung kehren Sie zum Zug zurück und tun Ihr Bestes, um mit der verbleibenden Lokomotive fortzufahren. Ja, dann werden wir das tun. So, wir werden die führende Lokomotive erstmal abhängen. Wenn er wieder einsteigt. So, Bremsen lösen.
So, müsste dann auch gleich ankommen. So. Na, ich glaube, wir dürfen noch ein wenig. Müssen wir ein wenig die Bremsen. Jetzt passt es. So, jetzt müssen wir zurück. Das heißt, wir werden jetzt den Führerstand wechseln. Oder? Nein, das ist doch viel zu kompliziert. Machen das einfach anders. So, lösen die Bremsen. Und schauen uns das Ganze mal von außen an. So, da vorne kommt dann unser Ziel. So, Ziel erfüllt, wunderschön. So, wir werden diese Lok abrüsten. So. Naja, setzen wir uns in den anderen, in die andere Lok.
Immer diese Rennerei. Mal gucken, dass wir nicht überfahren werden. So. Stellen Sie den Hauptschalter vorwärts. So, auf geht's. Geht's los. Wunderschön. Alles nicht so einfach. Fehlt aber noch was ganz Entscheidendes. Das ist soweit. Dann heißt es, wir haben hier einen Fehler gemacht. Jawohl, jetzt passt es. Wunderschön. Hallo, bremsen. Muss langsamer werden.
wenig Leistung noch, damit wir nicht hier schon stehen bleiben. Es ist nicht so einfach, den Güterzug hier zu regulieren. Bis der mal bremst und wieder aufschaltet, das ist der Wahnsinn. Nicht so einfach, das muss man wirklich sagen. Also stellt euch das nicht einfach vor, hier die Lok zu regulieren. Von wegen Geschwindigkeit und Bremsen. Also bis die mal reagiert, weil das liegt wahrscheinlich an den schweren Güterzug hinten dran. Das ist der absolute Wahnsinn. Es ist wirklich nicht so einfach. Das kann ich euch nur sagen. Also das Szenario an sich ist sehr, sehr schön. Gibt es keine Frage. Aber die Lokomotive hier zu regulieren, ist wirklich nicht einfach. Na komm, nicht verhungern.
Puh. So, was passiert jetzt? Gut gemacht, dass Sie so weit gekommen sind. Sie haben den Fehler gut gemeistert. Ja, sehr schön. Das freut mich. So, und das war's dann mit diesem Szenario. Schauen wir uns noch kurz an, wie wir abgeschnitten haben. Ja, es sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, ich würde sagen, ihr hört mich dann beim nächsten Mal wieder. Dies war's mit dem Szenario und auch mit diesem Video. Eventuell kommt noch was nach. Mal schauen. Ich wünsche euch fürs Erste noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut.